Er konnte überall sein. Das machen wir. Was hat eigentlich der Wecker schon geklingelt? Ja, doch noch nicht. Gut. Ich hab grad gedacht, hey, what the fuck? Also begann ich mit dem ersten Ziel, das ich im Nebel sah. Verbündete in Hütten verschanzt. Ich musste sie retten. Ihr braucht auf jeden Fall ein bisschen Waffen. Okay, das reicht eigentlich. Wenn wir bloß nicht zwei Muni jeweils verbrauchen würden, würde das schon reichen, ja? Ich darf nicht vergessen, dass ich nicht mehr meine fette Rüstung habe. Wir konnten sie hören, bevor wir sie sahen. Panzerfahrzeuge, die aus der feindlichen Festung kamen. Aber du hattest deine Ausrüstung nicht mehr. In den Hütten gab es Kisten mit feindlichen Waffen. Die haben wir uns geschnappt und uns bereit gemacht. Die Fahrzeuge. Occhio a terra! Attenzione a dove mettiamo i piedi! Ah, das ist schon anders ohne Rüstung. Okay, da kommen wir gegen die Fahrzeuge auf jeden Fall nicht an. Wo? Fuck it really hard. Mann. Mit dem Ding erreicht man ja gar nichts. Boah, shit, ey, mein Hals. Der stirbt nachher noch. Wir konnten sie hören, bevor wir sie sahen. Panzerfahrzeuge, die aus der feindlichen Festung kamen. Aber du hattest deine Ausrüstung nicht mehr. In den Hütten gab es Kisten mit feindlichen Waffen. Die haben wir uns geschnappt und uns bereit gemacht. Ich darf nicht schon wieder sterben. Ah, es wird so kommen, es wird so kommen. Alter, das ist schon eine Nummer härter.
Ballert mal auf den, auf die Panzerdinger da, bitte. Da unten. Okay, das ist. Ist das die richtige Reichweite? Auch nicht, ne? Und wir haben ja gar nicht. Aber wenn wir bloß die Ausrüstung hätten, die alte. Dann wäre das Ganze noch viel besser. Und dann kann ich kurz runterrennen und die Ding drunter legen. Wie kommt Riff? Soll ich es versuchen? Ja, das ist, glaube ich. Oh nein, du bist ja einer von uns. Ich weiß ich nicht. Das funktioniert. Ich glaube schon, ja. Wir hatten den Feind mit bloßer Willenskraft aufgehalten. Die Hütten waren sicher. Und ich musste weiter. War Matteo eigentlich auch in diesen Hütten? Nein. Die Männer sagten, seine Einheit wäre weiter vorgerückt. Geil. Okay. Super. Freut mich. Wenn ich bloß verstehen würde, was sie sagen. Oh, oh, oh. Wie macht man nochmal? Nein, 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 nein. Oh, shit. Wie ist nochmal Fernglas? Ich weiß es nicht mehr. G, nee, G war es nicht. T. Ich kann es nicht mehr sagen, was das Fernglas war. Ich wollte raus aus den Gräben, aber... Als ich italienische Schreie hörte, wusste ich, meine Freunde sitzen in der Falle. Egal, wo ich suchte, es war zu spät. Ich war allein unter Geistern. Irgendwie wusste ich, dass Matteo noch lebte. Da regnet's. Muss mir ein bisschen hinschauen. Okay, wir müssen raus. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Ich muss nochmal gucken. Steuerung. Ja. Was mache ich denn? Tastenbelegung, da möchte ich hin. Wo waren das nochmal? Fernglas hätte ich gern.
Fernglas? X, Y, E, A, 1, 2, 3, Nahkampfgranate, Feuermaus, Gasmaske, Waffe wechseln. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich kann es nicht mehr sagen. Nee, das ist schon hier. Kriegen wir auch ohne hin. Vielleicht auch nicht. Wir sind da irgendwie hoch, ne? Die mögen uns nicht. Oh, nicht schon wieder der Arsch. Tut mir leid. Angesichts der Dinge, die ich sah, Tesoro, musste ich mir immer wieder sagen, dass ich noch nicht tot war. Zum Beispiel. Shit. Kann ja nicht funktionieren. Wir sind ja nicht mehr der wir sind. What the fuck? Was laber ich gerade? Wir haben nicht mehr diese ultra geile Rüstung. Warum renne ich da nach vorne? Na, das müssen wir nochmal von hier. Scheiße, ey. Ich weiß gar nicht, ob ich das zeitlich hinbekomme. Schauen wir mal, ne? Ich glaube ja nicht. Das müssen wir vorzeitig schon beenden. Raus aus den Gräben. Aber als ich italienische Schreie hörte, wusste ich, meine Freunde sitzen in der Falle. Egal wo ich suchte, es war zu spät. Ich war allein unter Geistern. Irgendwie wusste ich, dass Matteo noch lebte. Jetzt sind wir wieder hier. Tut mir leid. Wir brauchen eine andere Waffe. Haben wir hier nochmal andere Waffen? Ja, ich glaube. Ja, die bringen uns ja aber auch nicht weiter. Reichweite hat er ja nicht, ne? Okay, da bräuchte man eigentlich ein Scharfschützengewehr. Oder einfach nur Glück. Auf gut Glück würde ich mal sagen. Wir versuchen einfach nochmal. Angesichts der Dinge, die ich sah, Tesoro, musste ich mir immer wieder sagen, dass ich noch nicht tot war.
Zum Beispiel? Feuer. Überall Feuer. Wir müssen uns auf jeden Fall im Graben aufhalten. Es gab zwei Wege in die Festung. Ich konnte durch die unterirdischen Stollen gehen oder mein Glück an der Rückseite versuchen. Warum nicht an der Vorderseite? Ich hatte keine Rüstung mehr. Das war unmöglich. Okay, das wird nicht funktionieren. Shit! Habe ich doch gewusst, dass das nicht funktionieren wird. Luca Vincenzo Gocciola. Shit, Mann! Shit, 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 shit. Es gab zwei Wege in die Festung. Ich konnte durch die unterirdischen Stollen gehen oder mein Glück an der Rückseite versuchen. Warum nicht? Da war ich ein bisschen zu unaufmerksam. Ich hatte keine Rüstung mehr. Das war unmöglich. Ich brauche auf jeden Fall die andere Waffe. Die ist besser. Versuchen wir es nochmal so. Wir versuchen es nochmal so. Das war so ein Selbstmordattentäter, ne? Ich hasse Selbstmordattentäter, vor allem weil der einerseits gut, andererseits schlecht. Ich komme direkt von jeder Richtung, ich krieg die Krise. Ich hasse die ja, ne? Ah, Mann. Okay, ich bin hier richtig in der Falle. Aber mal so richtig, richtig. Und seine Waffe? Wo ist sie? Oh, Entschuldigung, nicht gesehen. Müsste ich es eigentlich noch fertig bekommen. Schade, da kann man nicht hoch. Das wäre gut gewesen. Das ist krank, das ist richtig. Knall dich! Der ist fett, der ist richtig fett, der ist richtig fett.
Wie soll ich das dann machen? Das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Ich glaube, das war's auch für den Part. Das versuchen wir ein andermal. Das kriege ich diesmal nicht mehr hin. Und ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit. Ich müsste eigentlich dann gehen. Okay, gut, das war's für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Adios. Bis zum nächsten Mal. Ciao.